Figaro, 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 sono qua, Figaro, sono qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, pronto, prontissimo, sono come il fulmine, sono il factotum della città, della città, della città, della città, della città. Abravo Figaro, bravo bravissimo, abravo Figaro, bravo bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà, la 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 la, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà. Sono il factotum della città, sono il factotum della città, della città, della città, della città. Mir gegrüßt, mein Snack. Wie geht's? Danke, gut. Wenn ich's recht bedenke, schlecht! Ich brauche die Feuerwehr! Ist doch die Feuerwehr! Polizei! Tierschutzverein! Nein, lieber Bürger gegen Tierversuche! Hilfe! Mordverrat! Menschenraub! Nein, Vogelraub! Ein Tässchen Knoblauch vom Sittich ne Pries. Dann brate ich dein Herz wie der große Bocuse. Excuse me, aber ist es nicht üblich, dass einem Knastvogel ein letzter Telefonanruf gewährt wird? Das trifft auf deinen Fall nicht zu. Nachmittagssnacks haben nur wenige Bürgerrechte. Aber ich will dir beweisen, dass ich nicht herzlos bin. Wie wär's mit einer leichten Zigarette? Ich kann's nicht. Oh, welche widerliche Todesart für einen Vogel. Ich will nicht an Schnabelkrebs krepieren. Meine Lunge wird sich schwärzen. Jetzt geht das wieder los. Schnitt, Schnitt, Schnitt. Lass euch laufen. Was soll das? Daniel, die Zeile steht nicht im Skript. Warum tust du sowas? Ich finde, dass ich die Situation kommentieren sollte. Welche Situation? Ich meine, dass man Patschi dem Papagei eine Zigarette in den Schnabel schiebt, ist einfach nicht zu verantworten. Das ist ein Zeichentrickfilm, verstehst du? Und kein Gesundheitsmagazin fürs Fernsehen. Lou, Millionen Kinder sehen das. Das ist, als würdest du jedem eine Packung in die Hand drücken und sagen, rauchen entspannt. Du kannst Patschi doch nicht sprechen lassen, wenn sich sein Schnabel nicht bewegt. Dann ist es ein Overlay, ein innerer Monolog. Vielleicht sowas wie die Stimme Gottes, das wäre noch besser. Tu's nicht, Patschi, rauche nicht. Oh Gott, Schauspieler. Was? Fragen wir die Techniker. Findet ihr es moralisch richtig, die Jugend Amerikas zum Rauchen zu animieren? Die sind voreingenommen, wegen Befangenheit. Hör gut zu, Daniel. Diese Aufnahme kostet das Studio einige tausend Dollar. Also, wenn du dafür Gage haben willst, dann sprich, was im Skript steht. Wenn du Gandhi spielen willst, dann probier's woanders. Dann werde ich tun, was ich tun muss. Sehr komisch. Darf man fragen, wo du hin willst? Hör mal gut zu, mein Freund. Wenn du jetzt gehst, brauchst du gar nicht wiederzukommen. Von dir lasse ich mir nicht auf der Nase rumtanzen. Schön. Dann zitiere ich jetzt mal Schweinchen Dick. Verpiss dich, Lou. Schön in der Schule? Ja, ich habe ein Bild gemalt. Tatsächlich? Ein Regenbogen. Dad? Dad! Daddy! Daddy! Oh, danke. Ich dachte, du kannst uns nicht abholen. Ja, weißt du, ich war früher fertig. Du meinst, sie haben dich entlassen? Nein, ich habe gekündigt. War eine Gewissensfrage. Schauspieler. Hey, du! Herzlichen Glückwunsch zu deinem 12. Geburtstag, Kumpel. Danke, danke. Hab eine Überraschung für dich. Eine Stripperin? Oh, ich bitte dich. Zwei Stripperinnen. Ja, das fehlte noch. Eine Party? Ja. Nein. Toll. Ja. Keine Partys. Mom hat gesagt, daraus wird nichts, wegen deiner Zensuren. Aber Mom ist erst in 4 Stunden wieder zu Hause, nicht wahr? Ha,
Ich wette, es wird euer wildestes Erlebnis sein. Jetzt biegen Sie die Zielgerade ein. Ganz langsam schiebt sich Loppenstadt nach vorn und gewinnt. Uiui. Gib mir mein Zuckerstückchen. Auf den Milchmarkt? Na, was ist? Entschuldige. Husch! Weg mit dir! Husch! Husch! Oh, oh. Miranda the Hillard, bitte. Ich weiß, was Sie mit den Wandgemälden bezwecken wollen, aber müssen Sie unbedingt so groß sein? Außerdem wäre ich dafür, Fenster aus Eisen zu nehmen und nicht aus Holz. Den Orientteppich sollten wir austauschen gegen ein Aubusson und vielleicht etwas mehr Pink statt Rot. Jetzt zum Union Square Inn. Der Entwurf hier ist besser. Mehr Kunstgewerbe, eine Dirk-van-Arc-Lampe, ein Stickley-Stuhl. Lassen Sie sich nicht zu Schins verführen. Entschuldigen Sie bitte, Miranda. Kann ich Sie einen Augenblick sprechen? Ja, entschuldigen Sie mich. Nur einen Augenblick. Ich habe gerade einen Anruf erhalten von Stuart Dunmire. Stuart Dunmire? Mhm. Er sagte, Sie würden sich kennen. Stuart Dunmire? Ja, er ist eben dabei, $1,000,000 in die Restaurierung der alten Wellman-Villa am Nob Hill zu stecken. Er will daraus ein Superhotel für $500 die Nacht machen. Ja, ich habe davon gehört. Er ist überaus erfolgreich. Mhm, genau den meine ich. Mhm. Und er hat ausdrücklich nach Ihnen verlangt, Miranda. Tatsächlich? Ich habe ihm gesagt, dass Sie ihn als erstes morgen früh anrufen. Ja, das werde ich. Mrs. Hillard, die Vermittlung hat eine Gloria Cheney am Apparat. Es soll ein Notfall sein. Entschuldigen Sie bitte. Gloria? Oh Gott. Ist das Ihr Haus, Ma'am? Ja, wenn ich es nur ungern sage. Ma'am, sind Sie sich darüber im Klaren, dass es unter anderem verboten ist, Esel in einer Wohngegend zu halten? Wenn man nur mit einem verheiratet ist? Außerdem muss ich einschreiten, weil es eine Beschwerde wegen Ruhestörung vorliegt. Glauben Sie mir, ich werde schon selbst einschreiten. Tut mir leid, ich melde mich später bei Ihnen. Verschwinde! Du hast meine Begonien gefressen! Oh Gott! Hau bloß ab! Zu früh hier. Ich wollte noch klar Schiff machen, ehe du kommst. Liebes, entschuldige, was suchst du denn? Liebes, sei vorsichtig. Das Pony hat reichlich Wasser getrunken. Die Party ist aus. Na, fabelhaft. Sie ruft dich an und du machst unsere Party zunichte. Das finde ich toll. Komm mir nicht auf die Tour. Stell mich nicht als Ungeheuer hin, Daniel. Komm mir nicht auf die Tour.
Ja, ja. Du hast dich köstlich amüsiert und ich darf den Dreck wegräumen. Ja, du musstest ja auch Karriere machen. Mir blieb nichts anderes übrig, Daniel. Ich hatte keine andere Wahl. Wenn ich mal einen komischen Einfall habe, musst du mich gleich 10-fach übertreffen. Wenn ich eine Geburtstagstorte und ein paar Geschenke mitbringe, musst du den Zoo von San Diego ins Haus holen und ich darf dann aufräumen. Entschuldige bitte, hier geht's nicht um Giftmüll, sondern nur um ein paar Pappteller. Wieso bin ich eigentlich die Einzige, die meint, dass es auch ein paar Regeln geben müsste? Wieso musst du mich ständig als Spielverderber hinstellen? Ach Quatsch, ich stell dich doch gar nicht als Spielverderber hin. Das machst du ganz Daniel, alleine, du bringst Randa. Es immer wieder fertig, mich wie ein Zoo aussehen zu lassen. Du kannst dich wieder beruhigen. Du verbringst doch zu viel Zeit mit deinen Karriere-Clowns, die du früher so verachtet hast. Nein, ich habe zu viel Zeit mit dir verbracht, Daniel, und das ist vorbei. Damit ist Schluss. Ich bitte dich, Miranda. Sicher, wir haben ein paar Probleme, aber wer hat die nicht? Die lassen sich lösen. Was meinst du mit, das ist vorbei? Wir versuchen, unsere Probleme seit 14 Jahren zu lösen. Ach, komm schon, bitte. Hör zu. Ich weiß, wir brauchen Hilfe, okay? Wir gehen zu einem Familientherapeuten. Der wird uns helfen, das Problem zu bewältigen. Es ist zu spät, Daniel. Nein. Lass uns mit den Kindern in die Ferien fahren. Ich meine, als Familie, das bringt dich auf andere Gedanken und du bist ein anderer Mensch. Du bist ein großartiger Mensch. Oh, Daniel, unsere Probleme wären immer noch dieselben, wenn wir nach Hause kämen. Lass uns umziehen. Vielleicht folgen uns unsere Probleme nicht. Daniel, mach bitte keine Witze. Okay. Wir haben uns unterschiedlich entwickelt. Wir sind sehr verschieden. Wir haben gar nichts gemeinsam. Doch, natürlich, da irrst du dich. Wir lieben uns doch. Ich bitte dich, Miranda. Wir lieben uns doch. Oder nicht? Ich will, dass wir uns scheiden lassen. Nein. Das geht nicht. Wir sind eine Familie. Es tut mir so leid. Ja, Mom, er hat mir alles erzählt. Ja, Mom, ich weiß es, ich weiß es. Ja, ja, er ist hier. Nein. Ma, er ist jetzt nicht in der Verfassung zu reden. Ja, weißt du, er ist deprimiert. Ich glaube, seine Ehe geht zu Ende. Nein, meine Ehe geht nicht zu Ende. Sie hat nur einen kleinen Aussetzer. Ma, er ist gerade in der Verleugnungsphase. Wir werden uns schon um deinen kleinen Jungen kümmern, Ma. Mach dir keine Sorgen. Hi, Evelyn. Danke für die Marmelade. Gern geschehen, sagt sie. Das weiß ich nicht. Ach ja, wann kriegen wir das beigefarbene Make-up wieder rein? Weißt du das? Nächste Woche. Hast du gehört, Mom? Nächste Woche. Hey, Moment mal. Das reicht völlig. Das ist ja ein Mann. Wie willst du das wissen? Mist. Nein, Mom, nicht du. Ich hab mit dem Hund geredet. Hör mal, Ma, die Crew wartet schon am Set auf uns. Ja, ja, Ma, man hetzt von Ort zu Ort und schminkt die Falten fort. Ja, ich sag's ihm, Ma, du kannst beruhigt sein, ich sag's ihm. Ja, ja, in Ordnung, Ma, bleib mal dran. Sie würde gerne wissen, ob du nicht zu ihr ziehen willst. Um Gottes Willen. Er sagt, er will sich's überlegen. Werd ich tun, ich hab dich auch lieb. Tschüss, Ma. Was ich dir noch sagen wollte, Daniel, du kannst auch hier wohnen, solange du willst. Danke. Aber ich werde schon klarkommen. Es ist ja nur vorübergehend. Ich kenne Miranda. Der Sturm legt sich wieder. Mr. und Mrs. Hillard, obwohl man im Sorgerechtsverfahren immer dazu tendiert hat, die Mutter zu begünstigen, ist uns sehr wohl bewusst, vielleicht heutzutage mehr denn je, dass es nicht im Interesse eines Kindes liegt, ob Mädchen oder Junge, spielt keine Rolle, es seines offensichtlich liebevollen Vaters zu berauben. Dessen ungeachtet, da Mr. Hiller zum gegenwärtigen Zeitpunkt weder einen festen Wohnsitz noch eine Anstellung hat, entscheidet dieses Gericht, dass das alleinige Sorgerecht vorerst bei Mrs. Hillard liegt. Meinen Glückwunsch. Nein. Mr. Hillard hat das Recht, seine Kinder jeden Samstag zu besuchen.
Tun Sie irgendwas. Tut mir leid, die Entscheidung ist gefallen. Gibt es da nicht irgendeinen Spruch, der da heißt, ich habe einen keinen Sinn. Euer Ehren, ich bitte Sie, jeden Samstag, das würde bedeuten nur einen Tag in der Woche. Nein, das reicht mir nicht. Ich muss mit meinen Kindern zusammen sein. Das ist keine Frage. Ich meine, ich muss mit ihnen zusammen sein, Sir, bitte. Es mag Leute geben, die einen Tag für angemessen halten, aber mir reicht das nicht. Ich bin nie mehr als einen Tag von ihnen getrennt gewesen, seit ihrer Geburt. Mr. Hillard, ich möchte hinzufügen, dass diese Entscheidung zeitlich begrenzt ist. Gott sei Dank. Ihnen wird eine Fürsorgerin zugewiesen, die sich ihres Falles annehmen wird. Und wir werden das Verfahren in 90 Tagen wieder aufgreifen. Ihnen bleiben 3 Monate, Mr. Hillard. Danke. Um eine Arbeit zu finden, sie nicht wieder zu verlieren und um ein angemessenes Heim zu gründen. Wenn es Ihnen gelingen sollte, das zu bewerkstelligen, dann werde ich eine Sorgerechtsregelung treffen, die beiden Seiten gerecht wird. Das wär's dann. Nun, das ist ein kleiner Silberstreif am Horizont. Hm? Meine Schuld. Nein, ganz und gar nicht. Wie kommst du denn darauf? Naja, wäre der Geburtstag nicht gewesen, dann wäre das alles nicht passiert. Doch auch dann. Dann wäre es irgendwann passiert, okay? Es ist nicht deine Schuld gewesen, ist das klar? Gib mir deine Hand drauf. Hey, hey. Du bist jetzt der Mann im Haus, dass mir keine Klagen kommen. Du kannst nicht einfach gehen. Schätzchen, ich muss. Wir lesen doch gerade Charlottes Netz. Wir sind mittendrin. Wer liest das mit uns zu Ende? Weißt du, Großmutter wird es euch zu Ende vorlesen. Sie ist längst nicht so gut wie du. Sie überspringt immer was und kann auch keine Stimmen nachmachen. Außerdem riecht sie nicht so gut. Das ist Formaldehyd. Und deshalb hat Granny sich so gut gehalten. Hm? Hey, komm mal her. Hey, es wird sich nichts verändern. Unser Hof ist nur ein bisschen größer geworden, okay? Du darfst nicht gehen. Ich hab dich lieb. Okay. Du wirst mir fehlen. Du wirst sehen, wie schnell Samstag ist. Du wirst mir auch fehlen. Dito. Dad. Pass gut auf sie auf. Okay. Bis dann. Danke für die Zeit, Aufseherin. Wiedersehen. Ich werde mir als Ihre zugewiesene Fürsorgerin 2 Dinge ansehen. Zum einen Ihre Wohnsituation. Ich würde das eher einen Lebensraum nennen. Und ich werde nächsten Montag vorbeikommen und nächsten Freitag, um Sie zu inspizieren. Dann werde ich ein Hühnchen kochen. Und da wäre natürlich noch die Arbeitsfrage zu klären. Das hier ist die nächstgelegene Arbeitsvermittlungsagentur. Ich war so frei, für Sie einen Termin zu vereinbaren. Danke. Ach, übrigens, haben Sie besondere Fähigkeiten? Ja, doch. Ich bin Stimmenimitator. Was meinen Sie damit, Sie sind Stimmenimitator? Ja, wissen Sie, ich imitiere Stimmen. Ja! Wir sind auf diesem Planeten gelandet, um intelligentes Leben zu suchen, aber das war ein Fehler. Ich bin glücklich in Amerika. Nicht nach Arbeitserlaubnis fragen. Ich will dich mit Haut und Haaren fressen! Also ehrlich, das sind harte Methoden hier und es läuft für mich nicht sehr gut. Hey, Boss, geben Sie ihr eine Chance. Sie wird schon locker werden mit der Zeit. Schauen Sie mich mal an, Moneypenny. Ich möchte gern diese Schleife lösen und Sie kennenlernen. Ah, ich brenne darauf, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Nancy und ich suchen noch immer die andere Hälfte meines Gehirns. Das ist es. Sie sagen es. Ich sitze hier auf einer Goldmine. Zwing mich nicht, dich zu schlagen, Kleines, oder ich tu's. Figaro! Und als Hotdog bin ich geradezu umwerfend. Oh.
Mr. Hillard, sind Sie der Ansicht, dass Sie sehr komisch sind? Ich war es. Es hat eine Zeit gegeben, da hatte ich wirklich das Gefühl, komisch zu sein. Aber heute haben Sie mich eines Besseren belehrt. Danke. Ich, hören Sie, der Langrede kurzer Unsinn. Also, ohne meine Kinder komme ich nicht klar. Ich werde alles tun, um mit Ihnen zusammen zu sein. Was kann ich dafür tun? Verzeihung. Ja? Sind Sie Tony? Da bin ich. Hi, ich bin Daniel Hillard, der Schauspieler. Dann kommen Sie mal. Oh, Filme. Soll ich die alle im Fernsehen ansagen? Das eigentlich weniger. Was dann? Na, Sie sorgen dafür, dass die Rollen verpackt und verschickt werden. Dann verpacken Sie die Rollen da vorne und verschicken die, denn es kommen immer wieder neue rein. Sie verpacken sie und verschicken sie. Sonst noch Fragen? Wenn ich sie verpackt habe, dann werden sie sie verschicken. So, du Klugscheißer, viel Glück. Ich schätze, ich habe einen Freund gefunden. Da sind wir schon. Miranda. Stu. Hallo, Miranda. Es ist lange her. Ja. Ja. Mr. Dunmire ist gekommen, um sich ihre Skizzen anzusehen. Dann sollten wir ins Besprechungszimmer gehen. Nun, wie du wahrscheinlich weißt, ist dieses Anwesen 1876 errichtet worden. Ich habe mit diesen Entwürfen deinem Wunsch entsprochen, dass du das Anwesen vollständig restaurieren willst. Du bist schöner als je zuvor. Die Empfangshalle soll eine Art Musiksalon werden. Ich habe mich dabei vom Zweiten Kaiserreich der Franzosen inspirieren lassen. Ich dachte, ein Grand Piano aus dem 17. Jahrhundert würde sich gut machen. Du weißt sicher, dass ich deine Karriere in der Branche in den letzten Jahren verfolgt habe. Ein quastenverziertes Sofa, flämische Gobelins, einen messingbeschlagenen Tisch im Regent-Stil und das Weitere. Ich würde unsere Bekanntschaft gerne erneuern. Wieder aufnehmen. Schmuckuhren wären sehr schön. Polsterstühle mit Fransen, Vorhänge, schwere Vorhänge. Könnten wir uns bei einem Essen darüber unterhalten. Oh, Stuart, ich danke dir. Du weißt, ich lebe im Augenblick in Scheidung. Es hat nicht so geklappt, wie es sollte. Oh, Miranda, das tut mir leid. Nicht doch, du musst sowas nicht sagen. Nein, nein, wirklich. Ich habe nie irgendeinen Groll gegen dich gehegt. Ich wollte nur, ich hatte immer gehofft, dass du glücklich wirst. Also wirklich, das hast du nett gesagt. Als ich hierher kam, hatte ich befürchtet, du könntest das Projekt vielleicht ablehnen. Oh, nein. Nein, 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 natürlich nicht. Schließlich bin ich Profi. Ich habe mich sehr geschmeichelt gefühlt, dass du dich noch an mich erinnert hast. Stimmt. Du hast recht. Naja. Es ist lange her. Ja. Ja. Es wird Zeit. Ich habe noch einen Termin drüben bei der Bank. Oh. Okay. Du, können wir uns vielleicht im Laufe der Woche noch mal unterhalten? Natürlich. Gut. War schön, dich wiederzusehen. Noch macht die Bude nicht viel her, aber das wird schon noch. Wie gefällt's euch? Ist nett. Ganz okay. Ich find's widerlich. Hey, lass mir noch ein bisschen Zeit. Ich habe mich noch nicht richtig an das neue Leben gewöhnt. Uns geht's ebenso. Ich weiß, dass es schwer ist, Süße. Kannst du Mom nicht sagen, es tut dir leid? Ich wünschte, ich könnte es. Die Probleme der Erwachsenen sind etwas komplizierter, Nettie. Was macht die alte Streitaxt? Eure Mom.
Sie kommt klar. Oh, schön, das zu hören. Es wäre mir unangenehm zu wissen, dass sie Amöbenrohr hätte. Oder Hämorrhoiden. Was ist Amöbenrohr eigentlich, Daddy? Na, weißt du, dann hast du in deinem Bauch ein Virus, von dem du immer Durchfall kriegst. Du hast immer Durchfall? Das reicht jetzt. Und du stirbst, weil dein Körper austrocknet. Ganz echt? Du musst dir das nicht so plastisch schildern. Ich habe einen wissenschaftlichen Artikel darüber gelesen. Wieso willst du denn, dass Mami tot ist? Oh, Schätzchen. Ich will nicht, dass Mami tot ist. Und wieso sagst du dann solche Sachen? Also wirklich, du strengst dich nicht besonders an, Dad. Wir dürfen dich nur einmal in der Woche sehen. Das ist nicht gerade oft. Du hast recht. Es tut mir leid. Ich werde es ändern. Nadie, ich werde von nun an positiv denken, okay? Über Mami? Ich versuche es. Ich werde mich bemühen. Dann nennen Sie Prinzessin. Oh, ja, ja gut. Im Augenblick fühle ich mich wie eine Kröte. Das ist Mom. Ausgeschlossen, sie ist eine Stunde zu früh da. Komm, Nettie, wir müssen los. Okay. Nein, nein, macht schon, setzt euch hin, setzt euch hin. Setzt euch! Ihr müsst nicht gleich losrennen, wenn sie hupt. Im Ernst, dieser Tag steht mir zu. Zum Teufel, ihr seid doch meine Kinder. Was ist denn? Hey. Hi. Oh, Daniel. Anheimelnd. Danke, Miranda. Sehen Sie, ich hatte dabei an so eine Art Flüchtlingsmotiv gedacht, verstehen Sie? Eine Art Heimatvertriebenen-Sache oder so. Aber lass dich anschauen. Dieses hübsche Der-mit-dem-Wolf-Tanzt-Motiv. Wie ist denn dein Indianername? Kauf mit der Faust ein? Sind meine Kinder bereit? Nein, unsere Kinder sind noch nicht bereit. Denn du bist leider eine Stunde zu früh da und hast sie eine Stunde zu spät abgesetzt. Daniel, entschuldige, ich habe für sowas jetzt keinen Nerv, okay? Ich muss zur Bank, zum Supermarkt und ich muss auch noch eine Annonce aufgeben. Tut mir leid. Eine Annonce aufgeben? Ah, du willst unter Vermischtes eine Annonce aufgeben. GW sucht AW mit BMW für S&M. Ich suche eine Haushälterin, dafür gebe ich eine Annonce auf. Haushälter? Wozu suchst du eine Haushälterin? Es ist wichtig, dass jemand zu Hause ist, wenn die Kinder aus der Schule kommen, der das Haus sauber macht und das Abendessen vorbereitet. Was willst du denn dafür bezahlen? $300 die Woche, ist das okay für dich? Drei? Zeigst du mir mal die Anzeige? Ach. Miranda. Ach, schon gut. Zeig mir mal die Anzeige. Schon Als ihr Vater habe ich ein Anrecht darauf. Wünschst du sonst noch was zu sehen? War das ein Angebot? Das ist vorbei. Was hat sich geändert? Na, geht's euch gut? Oh. Hey, Miranda. Ich könnte mich doch um die Kinder kümmern. Wenn du willst, hole ich sie von der Schule ab. Sie könnten ein paar Stunden mit mir zusammen sein. Und wenn du von der Arbeit kommst, bringe ich sie nach Hause. Ja, das wäre fantastisch. Siehst du, die Kinder sind begeistert. Prima, sag ja. Ich denke drüber nach. Zum Teufel, schließlich sind wir auch seine Kinder. Kinder sagen erstaunliche Dinge. Ich danke dir. Hast du nicht noch mehr Kraftausdrücke auf Lager, die du unserer Fünfjährigen beibringen willst? Oh. Na, dann wollen wir mal. Holt eure Mäntel. Macht schon. Zuverlässige Nichtraucherin, Putzfrau mit leichten Kochkenntnissen zum Babysitten. Wenn sie noch mal aufs Klo gehen sollte. Aber heute ist das vielleicht keine so gute Idee, meint ihr nicht? Hoffentlich habt ihr nicht zu viel davon gegessen. Na, dann kommt. Und nichts liegen lassen. Ich möchte nicht noch mal umkehren müssen. Dann wollen wir mal gehen. Verabschiedet bis euch bis nächsten Samstag. Vater. Mach's gut. Okay, Wiedersehen. Viel Spaß, Wiedersehen. Ach ja, deine Annonce. Ich brauche noch meine Handtasche. Ja, ja, vergiss sie nicht. Vorher beschäftigt? Ich habe in der Band gespielt, bei schwerer Reifenschaden. In der Band? Ach, was ich noch fragen wollte, sind Ihre Kinder auch wirklich gut erzogen oder brauchen Sie gelegentlich mal eins hinter die Ohr? Ich rufe später noch mal an. Von mir aus.
Mein Name ist Ilsa Himmelmann und ich würde gern wissen, wie viele Kinder Sie haben. Zwei Mädchen habe ich und einen Jungen. Ach so, einen Jungen. Ich möchte mit männlichen Geschöpfen nicht arbeiten. Ich war früher selbst eins. Oh Gott. Hallo? Ah! Geh wieder in deine Zelle zurück. Zwing mich nicht, den Schlauch zu holen. Hallo? Ich sein Job. Verstehen Sie auch, was ich sage? Ich sein Job. Tut mir leid, die Stelle ist schon vergeben. Ein Traum. Jetzt wird's Zeit, zuzuschlagen. Hallo? Hallo? Ich rufe wegen der Anzeige in der heutigen Zeitungsausgabe an. Ja, könnten Sie mir wohl ein bisschen über sich erzählen? Ja, gewiss, doch natürlich. In den vergangenen 15 Jahren habe ich für die Familie Smythe gearbeitet in Elbourne, England. Die Smythe, nicht Smith, Schätzchen. Ich habe das Haus in Ordnung gehalten, habe gekocht und mich um Ihre vier entzückenden Kinder gekümmert. Ach, Sie sind mir während der 15 Jahre richtig ans Herz gewachsen, aber nun sind Sie groß geworden, die Kinder, das 20 haben. Ach, aber da plappere ich und sicher wollen Sie mir etwas von Ihren Kleinen erzählen. Ich habe zwei Mädchen und... Oh, zwei kostbare Juwelen, Sie sind sicher Ihre Augäpfel. Und einen Jungen. Oh, ein kleiner Prinz, wie wundervoll. Was ich Ihnen noch sagen wollte, ist, Sie müssten allerdings auch ein wenig kochen. Och, das macht mir nichts aus. Ich würde auch gern viel kochen. Ich habe eine goldene Regel. Sie erhalten nur gesunde und nahrhafte Kost, wenn ich für Sie koche. Falls es darüber Meinungsverschiedenheiten geben sollte, sage ich nur, gesunde Kost oder leere Bäuchlein. Das ist mein Prinzip. Ich hoffe, das ist in Ihren Augen nicht so streng. Nein. Wäre es Ihnen möglich, zu einem Vorstellungsgespräch zu kommen, Montagabend 7:30? Oh, es ist mir ein Vergnügen. Sehr schön. Ich wohne... in der Steiner Street. 2640. Steiner Street, ich bin begeistert. Nennen Sie mir noch Ihren Namen? Meinen Namen? Ja. Nannte ich den nicht bereits? Nein. Oh. Doubtfire. Wie war das? Doubtfire, Schätzchen. Mrs. Doubtfire. Ich freue mich darauf, Sie kennenzulernen. Oh, das ist wirklich reizend. Ich freue mich auch. Auf Wiedersehen. Tata. Showtime. Daniel, hi. Kannst du mich zur Frau machen? Oh, mein Süßer, du machst mich so glücklich. Ich wusste, dass du mich verstehen würdest. Ja. Wird's wehtun? Jammere nicht. Entspann dich einfach. Wirklich nicht? Wer schön sein will, muss leiden. Also, es geht los. Tief einatmen, das schnelle Augenlifting. Wow. Du wirst die Fäden unter der Perücke gar nicht sehen. Der Mann hat um 9 Uhr morgens schon Augenschatten wie ein Bassett und du fürchtest, man könnte die Fäden Beginnen sehen. Beginnen wir mit dem Make-up. Nicht die Haare mit Wachs entfernen. Keine Bange, ich mach das auf die Sanfte. Ich sehe aus wie Gloria Swanson. Eher wie ihre Mutter. Ich bin bereit für die Nahaufnahme, Mr. DeMille. Na, dann wollen wir mal. Lasst uns beten. Ich hoffe, du hast ein jugendliches Rot gewählt, denn das ist die einzige Farbe der Liebe. Es passt zu deinen Lippen. Gott möge euch segnen, denn ich fühle mich wie neugeboren, seit ich diese hübsche Kubaner begegnet bin. Mhm. Also, mit ihm ist jede Nacht wie die Schweinebuch. Mhm. Ist wunderschön mit ihm, alles andere wäre ein Lüge. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob meine Aufmachung den Kindern Angst machen würde. Vielleicht ist das zu viel für sie. Ich meine, wir sollten jetzt den nächsten Schritt wagen. Latex. Ach, es war eine solche Schande. Ich hätte niemals Ribbenes von einem Mol kaufen sollen. Es ist zu zäh. Nein, ich fühle mich nicht wohl in meiner Haut. So klappt es. Ja, ich weiß, das Richtige ist es noch nicht, aber wir sind auf dem besten Wege dorthin. Glaub mir, wir lassen dich auf keinen Fall im Stich, Bruder. Gott möge dich sehen. Wir werden eine Vollmaske anfertigen müssen. Ich finde, wir sehen ganz nett aus wie drei Heiratsvermittler. Matchmaker, Matchmaker, make me a match. Find me a fine, catch me a catch. Tell me not to live, just sit and putter. Life's candy and the sun's a ball of butter. Don't bring around a cloud to rain on my parade. Es funktioniert nicht.
Es muss was Älteres sein. Älter? Meinst du Shelley Winters älter oder Shirley MacLaine älter? Wo liegt der Unterschied? In etwas Tesafilmen und rot gefärbten Haaren. Was haltet ihr von Joan Collins? Ich schätze, da fehlt's mir an Energie. Na gut. Aber Gips hätte ich da. Luck be lady tonight. Luck be lady tonight. Luck if you've ever been a lady to begin with. Luck be lady tonight. Luck let a gentleman see how nice a dame you can be. I know the way you've treated other guys you've been with. Luck be lady with me. Luck be lady. Kommen wir der Sache näher? Noch näher, und du siehst aus wie Mann. Richtig widerlich ist das. Bäh. Das ist wirklich das Ekelhafteste, was ich je gesehen habe. Ich find's geil. Und nun noch die Fingerabdrücke. Was ist das? Sei so nett und stell's aus. Ja, kommt, kommt alle mit. Ich möchte, dass ihr euch die Dame mit mir gemeinsam anseht. Und seid bitte höflich zu ihr. Und anschließend sagt ihr mir, was ihr von ihr haltet. Bleibt da stehen, ja? Ihr müsst mir bei der Entscheidung helfen. Hallo. Mrs. Hillard nehme ich an? Ja, ich bin Miranda Hillard. Euphigenia Dartfire. Oh, ja. Kommen Sie doch bitte herein. Ich danke Ihnen. Und das müssen die kleinen Engelchen sein. Ja. Das ist Natalie. Oh, hallo Natalie. Haben Sie Insektenspray draufgetan? Oh, Nettie. Oh, schon gut, meine Liebe. Ich bin nicht gekränkt. Ich war wohl etwas freizügig mit dem Zerstäuber. Und in meinem Alter ist es wie bei einem guten Stilton. Alles hat sein Aroma. Ich bewundere diese Ehrlichkeit, Natalie. Das ist eine noble Eigenschaft, die du nie verlieren solltest. Sie geht mit dem Alter verloren oder mit dem Eintritt in die Politik. Schauen Sie sich dieses Gesichtlein an. Du erinnerst mich an Stuart Little, eines der ehrenwertesten Geschöpfe in der ganzen Literatur. Kennst du das Buch Stuart Little? Ja, es ist eins von meinen Lieblingsbüchern. Oh, von meinen auch. Vielleicht kann ich es dir vorlesen, vorausgesetzt, ich erhalte die Stelle. Oh, das wird so schön, muss Ach, ich wirklich? Sagen. Wirklich? Und wer ist dieser stamme junge Bursche? Das ist Chris. Hallo, Christopher. Oh, hallo. Junge, Sie sind ganz schön groß für eine Frau. Sie könnten für die 49er spielen. Ich war mal Außenverteidiger. Beim europäischen Fußball. Ist ja toll. Ja, spielst du denn auch Fußball? Ja. Na, wenn das kein Zufall ist. Ich war in unserem Team Mannschaftsführerin. Wir haben dreimal die Universitätsmeisterschaften gewonnen. Ach, das liegt ja bereits Jahrzehnte zurück. Damals war ich noch viel disziplinierter. Das Studium stand an erster Stelle und dann kam der Sport. Ich bin sicher, du bist da genauso. Du hast deine Hausaufgaben sicher längst fertig. Naja, noch nicht so ganz. Tatsächlich? Oh, das ist ja mal schade. Denn junge Männer, die ihren Lernstoff vernachlässigen, verpassen oft die interessanteren Aktivitäten. Und wer ist die junge Dame? Das ist Lydia. Hallo, Lydia. Ich find's nicht fair, Mom. Wozu sollten wir eine Haushälterin brauchen? Oh, das hat mir noch gefehlt. Wieso kann das Dad nicht machen? Entschuldige, Schätzchen, aber ich glaube, es schickt sich nicht, dich mit deiner Mutter in Gegenwart einer Fremden zu streiten, wenn ich das mal sagen darf. Ich sehe nicht ein, wieso wir nicht ein bisschen mehr Zeit mit Dad verbringen können. Vielleicht hat sie recht, Verehrteste. Vielleicht wäre ihr Vater die geeignete Person. Nein, ich bin nicht davon überzeugt. Ach, wirklich? Sieh mal, es ist nicht meine Schuld, Liebling. Wenn er sich eine Arbeit suchen und eine Wohnung besorgen würde. Er gehört zu den... Entschuldigen Sie. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie die Kinder gewöhnlich auffordern, das Zimmer zu verlassen, bevor sie über ihren Vater herfallen. Hm? Ich würde sie nie mehr sehen, wenn ich das jedes Mal täte. Entschuldigen Sie bitte. Ist schon gut. Sie haben recht. Ist ja nichts passiert. Ja, Sie haben absolut recht. Ich bin zwar kein Therapeut, doch meine Augen sind sehr gut. Vielleicht geht ihr doch lieber hoch. Ich bin gleich bei euch. Es war nett, euch kennenzulernen. Ganz meinerseits. Das trifft auch auf dich zu, Lady.
aufgeweckte Bande, die tragen. Ja. Besonders diese Lady. Steht sie auf Kriegsfuß mit Ihnen? Ja, allerdings. Zurzeit ist mit Ihnen nicht gut Kirschen essen. Liegt an der Scheidung wahrscheinlich. Woher wissen Sie das? Ich spüre das in der Art, wie sie über ihren Vater spricht. Ach, wirklich? Er ist sicher nicht in der Nähe. Wieso, wie sie über ihn spricht, wird deutlich, dass er ihr fehlt und dass sie ihn gern in ihrer Nähe haben möchte. Ja. Der Darf ist ich traurig, Ihnen einen wenn man Tee bedenkt. Machen? Das wäre sehr freundlich. Da vorne ist die Küche. Oh, Sie haben ein entzückendes Haus. Haben Sie das selbst eingerichtet? Ja, ganz allein. Es hat alles sehr viel Geschmack. Ganz reizend, muss ich sagen. Danke. Hier ist mein Lebenslauf. Ach, danke. Ich setze erst mal Wasser auf. Oh nein, nicht doch. Das erledige ich für Sie. Sie hatten sich einen harten Tag. Setzen Sie sich dahin auf den Stuhl und überlassen Sie den Tee. Ruhig mir. Danke. Es ist wirklich sehr nett von Ihnen. Oh, nicht der Rede wert, Schätzchen. Oh, ein beeindruckender Lebenslauf. Vielen Dank. Expertin für Erste Hilfe und Wiederbelebung. Speziell nach der Heimlich-Methode. Man kann nie gut genug vorbereitet sein, wenn man kleine Kinder um sich hat. Die schlucken so manches und dann muss man zupacken, dass es aus ihnen rausspringt. Na, mal sehen. Oh, was für ein perfekt eingerichtetes Schränkchen haben Sie. Das muss man sich ansehen. Alles hat seinen Platz und sein Namensschild. Überaus korrekt. Ganz reizend. Mein Mann wusste das nie zu schätzen. Ein armer Tölpel. Aber das ist nicht der Grund für Ihre Scheidung, oder? Nein. Sehr traurig, denn was kann die Ehe für ein Segen sein? Die Scheidung aber auch. So? Nun, Daniel ist ein Mann, mit dem es sich nicht leicht leben lässt. Hm. Aber die Kinder sind verrückt nach ihm. Man muss kein Medium sein, um das zu spüren. Ich muss schon sagen, Sie kennen sich in der Küche gut aus. Oh. Tja, das liegt wohl daran, dass alles so übersichtlich ist. Haben Sie sie entworfen? Verwunderlich, dass es kein Schild gibt, auf dem Löffel steht. Wissen Sie, dass Sie mich an jemanden erinnern? Tatsächlich, an wen? Ich habe das Gefühl, Sie seit Jahren zu kennen. Ja, vielleicht kennen wir uns aus einem früheren Leben. Ich wäre glücklich, wenn Sie für uns arbeiten würden. Oh, ich auch. Sehr schön. Wäre mir eine Ehre. Auf uns. Auf uns. Und den Beginn einer guten Geschäftsbeziehung. Bem. Eine kalte Nacht heute, nicht? Ja, das ist richtig. Ich hoffe, Sie haben ein gemütliches und warmes Zuhause, in das Sie zurückkehren. Feindlichen Bastard mal treffe, der hochhackige Schuhe erfunden hat, dann bringe ich ihn um. Oh Gott. Entschuldigen Sie bitte. Mrs. Zellner. Kennen wir uns denn? Nein. Aber Danny hat mir so viel von Ihnen erzählt. Ich bin seine Schwester. Seine bedeutend ältere Schwester. Sie haben seine Augen. Oh, dann müsste er Organspender sein. Ist Mr. Hillard da? Wir sind verabredet. Tatsächlich? Da wird er sich ja freuen. Dann wird es das Beste sein, ich sage ihm Bescheid. Er kommt dann gleich runter. Nein, ich komme mit rauf. Nein. Doch. Warum? Weil wir dahingehend übereingekommen sind, dass ich immer Montag und Freitagabend die Wohnung begutachten werde. Ja, stimmt. Ich erinnere mich wieder. Er hat es mal erwähnt.
Sie wollen wirklich die 3 Stockwerke hochsteigen? Es dürfte ziemlich beschwerlich werden. Ich werde es schon schaffen, wenn Sie es können. Das glaube ich Ihnen. Ist denn Ihr Wecker in Ordnung? Und ob, ganz sicher. Gut, denn Starthilfe möchte ich Ihnen nicht geben wollen. Blöde Tür. Kommen Sie doch bitte rein. Es ist mir sehr unangenehm. Da wären wir. Und das ist Daniels Bleibe. Oh, das gehört mir. Ich bin ein unordentlicher Hausgast, na ja. Fühlen Sie sich ganz wie zu Hause. Ich bin gleich zurück. Er kommt gleich. Ich gehe ihn schnell holen. Keine Angst, ich bin gleich wieder da. Seien Sie unbesorgt. Danny! Danny, Brüderchen, wo steckst du? Ach, hier ist er. Ich habe ihn gefunden. Danny, eine Mrs. Selner möchte dich sprechen. Ah, ist sie da? Ja, du Guter, sie ist gerade gekommen. Ah, Mrs. Selner, ich komme gerade aus der Dusche. Ich denke, Sie werden sehr zufrieden mit mir sein. Ich habe ein paar recht interessante Veränderungen durchgemacht. Ich bin ein neuer Mann geworden und werde ein vorbildlicher Vater sein. Er wird gleich da sein. Er zieht sich nur noch an, Teuerste. Ja? Ja, es hat inzwischen 2 Veränderungen in meinem Leben gegeben. 2 entscheidende Veränderungen. Ich beginne endlich, zu mir selbst zu finden. Die Dinge fangen an, Gestalt anzunehmen. Und ich muss sagen, ich blühe jetzt erst richtig auf. Eine Zeit lang war manches ganz schön haarig, aber nun fühle ich mich toll in Form. Jetzt bin ich mein eigener Herr. Ja, doch. Ein Job, in den ich mich richtig verbissen habe. Ich bin gleich da, Mrs. Selner. Es ist schön. Ich muss mich auch nicht ständig bemühen, mein Gesicht zu wahren, Mrs. Selner. Mrs. Selner, wie geht es Ihnen? Es ist immer wieder eine Freude. Warum haben Sie nicht gesagt, dass Sie Käse mögen? Sie werden begeistert sein, zu erfahren, dass ich 2 Jobs habe. Einen bei einer Filmfirma für Bildungsprogramme, ein sehr verantwortungsvoller Posten. Und der andere? Ich gehe putzen. Nicht bei mir. Oh, meine große Schwester. Ihre Schwester ist Engländerin? Halb Engländerin, halb Amerikanerin. Da sie aber nur meine Halbschwester ist, ist sie eigentlich nur zu einem Achtel Englisch. So genau habe ich das nie rausbekommen. Sehen Sie, mein Vater war Amerikaner. Und er flog während des Krieges für die Engländer. Irgendwann war er mal in London und begegnete einer reizenden Engländerin. Naja, meine Schwester ist die Frucht ihrer Leidenschaft. Entschuldigung, gehört meiner Schwester, nicht Ihnen. Ich muss sagen, sie ist keine sehr gute Haushälterin, aber sie versteht es fabelhaft, englischen Tee zu kochen. Ach, wirklich? Ja. Nun, eine Tasse englischen Tees würde ich liebend gern trinken. Oh, könnten wir alle gut vertragen. Ich werde es ihr sagen. Schwesterchen! Hey, Schwesterchen! Schwesterchen, bist du hier drin? Rein in die Klamotten wieder raus. Oh Gott! Das ist eng, das. Gesicht. Oh Gott.
Miss Hillard? Das Wasser kocht. Hallo. Tut mir leid, dass ich Sie erschreckt habe. Ich muss wie ein Yeti aussehen in dieser Aufmachung. Das ist meine abendliche Baiser-Maske. Ist nämlich ein Teil meines Schönheitsplans. Im Grunde ist es nichts weiter als Eiweiß. Creme fraiche, Puderzucker, Vanille und ein Spürchen Alaun. So, meine Gute. Nun kriegen Sie einen Tee mit Sahne und Zucker. Naja, kein Cappuccino, aber ein Caputino. Ach, was soll's. Ein, zwei Tröpfchen schaden schon nicht. Möchten Sie noch ein bisschen mehr? Schon geschehen. Sie sehen schon, ich kann Ihnen keine Gesellschaft leisten. Ich schmelze wie eine Eistüte in der Wüste. Na, schon wieder. Ich gehe mal Danny holen. Er wird sicher gleich da sein. Haben Sie Geduld. Danny! Komm schon, Schwesterchen. War sehr nett, Sie kennengelernt zu haben. Ganz meinerseits. Ich hatte einen kleinen Unfall. Sei bitte etwas vorsichtiger mit ihr. Sie ist eine alte Frau. Ich versuche es. Warum konnte ich kein Einzelkind sein? Zeit für die Hausaufgaben, okay? Ja. Und was hat er gesagt? Nach der Van Dyck Show. Nein. Was? Jetzt. Nein. Mrs. Penry, Sie wollen mir... Wir sehen uns immer Dick Van Dyck an. Ich muss verrückt sein. Meinst du ihn? Nein, seine Mutter. Nun ja, wenn das so ist, dann war's das jetzt. Von nun an gibt es nur noch Unterwassernachrichten auf CNN. Nun ja. Ich weiß, dass hier ein gewisser Schlendrian geherrscht hat. Ab sofort werde ich ein sehr viel schärferes Kommando führen. Zwischen 3 Uhr nachmittags und 7 Uhr abends bin ich für euch verantwortlich. Während dieser Zeit werdet ihr einen gewissen Plan einhalten. Und wer sich nach diesem Plan nicht richtet, den werde ich bestrafen. Bestrafen? Sie lügt. Sie bestraft uns nie. Leg dich niemals mit mir an. Ausbeutung ist das. Das ist nicht fair. Halt die Klappe, Liddy. Ja, du bist doch schuld dran. Oh, meine kleinen Knöchelbeißer. Nehme ich da eine gewisse Verstimmung in der Mannschaft wahr? Wollen wir jetzt Hausaufgaben machen oder lieber beim Hausputz fortfahren? Nein, alles bloß nicht das. Schön. Dann hinauf, ihr kleinen Nasenbohrer. Lauft zu. Schnell. Flüchtet vor mir. Hopp, hopp, schnell hoch. Füllt euer Hirn mit Weisheit. Lasst euer Kleinhirn wachsen. Mir fehlt Dad. Mir auch. Und mir am meisten. Ich bin hier, ihr Süßen. Wenn auch etwas anders als sonst. Sehen wir doch mal. Okay, eine Prise Basilikum. Au! Ah! Auch das noch.
Ach so, Mist! Oh Gott! Was mach ich nur? Ich bin nervös. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz cool. Beruhige dich. Ganz ruhig. Oh Gott, das klumpt ja auch das noch! Diese Hollandaise-Soße riecht wie verbranntes Gummi. Ist das eine Hitze hier? Seht euch das an. Mein erster Tag als Frau und schon habe ich Hitzewallungen. Valentis, Feinschmecker-Restaurant mit Gourmet-Service. Ich bringe Ihre Speisen, verehrteste. Was macht das? 135,27. $135? Also, das ist sicher... Und 27 Cent. 27 Cent. Essen. Und 20 Mal, sobald es so schnell ging. So schnell? Ja, etwas schneller hätte auch nicht geschadet. Sekunde noch. Das sind 140. Können Sie wechseln? Nein, tut mir leid. Dachte ich mir schon. Danke. Hausaufgaben gemacht. Mrs. Darbfeuer hat gesagt, das muss sein. So hat sie das gesagt? Mhm. Ihr habt Hausaufgaben gemacht. Das ist ja schön. Hi. Hi. Hi, Süße. Nun seht euch die Wohnung an. Einfach großartig. Alles blitzeblank. Oh. Das Essen ist serviert, Mädel. Ich fasse es noch nicht. Mrs. Doubtfire? Lydia, Schätzchen, geh wieder rein, bevor du dich erkältest. Hören Sie, ich wollte mich für mein widerliches Verhalten entschuldigen. Ach, Kleines, das ist schon vergessen. Nein, wirklich, es tut mir echt leid. Ich bin nur im Augenblick ein bisschen durcheinander wegen der ganzen Situation. Das geht uns allen so, Schätzchen. Was? Ich meine, ich kann gut verstehen, welchen Schmerz ihr ertragen müsst. Und ich wollte Ihnen auch noch danken. Wofür? Dass Sie Mom so glücklich gemacht haben. Na ja. Sie ist nicht mehr so gut gelaunt gewesen seit... Ich weiß nicht. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Es ist sehr lange her. Tatsächlich? Ja. Oh, es wird Zeit. Ich muss wieder reingehen. Geh, geh nur, geh. Ja, danke. Gern geschehen. Wiedersehen. Wiedersehen. Danke. Ach, das noch. Guten Abend, Verehrteste. Es ist mir ein Vergnügen, Sie wiederzusehen. Mir auch, wie immer.
Also ich finde dieses mediterrane Aussehen toll. So natürlich. Strotzt vor Gesundheit. Wie Gott sie erschaffen hat. Als er mich erschaffen hat, ist ihm die Form zerbrochen. So bin ich was Besonderes geworden. Das kann man wohl sagen. Gott segne sie. Ich bin kein Gong. Sie küsste ihn zärtlich auf die Wange. Wie war's denn dort? Fragte Mr. Dick, der neugierig war, von Orten zu erfahren, die er bis jetzt kannte. Alles zu seiner Zeit? Don Juan doch für ein hübsches Wägelchen. Schrecklich, wenn einem sowas passiert. Mein erstes Jahr auf dem College, versteht ihr? Und eure Mutter hatte den Auftrag, den Festwagen zu entwerfen. Ich kannte sie natürlich nicht über neugierig, wie sie aussehen würde. Ich ging auf sie zu, um sie zu küssen. Ich weiß nur noch, dass überall Bänder fielen und mir ins Gesicht klatschten. Es war wie im Weißen Hai. Was für ein harmonisches Familienbild. Oh, Mrs. Doubtfire. Miranda, ich bin äußerst überrascht, Sie schon so früh zu Hause zu sehen. Wer ist denn der Herrenbesuch dort? Das ist Stu. Er wollte nur meine Kinder kennenlernen. Aha. Oh, tatsächlich. Ach, dann sind Sie wohl die berühmte Mrs. Doubtfire. Es ist mir eine Freude, Sie kennenzulernen. Oh. Ich muss sagen, Miranda schwärmt ja geradezu von Ihnen. Ach, sie hat Sie nie erwähnt. Nein? Nein. Na ja. War nett, Sie mal kennenzulernen. Ganz meinerseits. Ich habe ein Haus in London. Ich bin dort geboren. Aus welchem Teil Englands kommen Sie? Von hier, von dort. Ich bin überall gewesen. So? Mhm. Ihre Ausdrucksweise ist etwas verwaschen. Tatsächlich. Ihr Teil allerdings auch. Ach, da fällt mir noch was ein. Vielleicht können Sie mir weiterhelfen. Ich fand das auf der Straße. Ja, das gehört zu meinem Mercedes. Ach, zu Ihrem Mercedes. Dann gehört Ihnen wohl der teure Wagen vor der Tür. Ach, je. Ach, sagt der Volksmund nicht, dass nur Männer mit zu kleinen Genitalien es nötig haben, einen so großen Wagen zu fahren? Aber das trifft auf Sie sicher nicht zu, denn Sie sind ja ein strammer Bursche, wie ich auf den ersten Blick sehen kann. Nett, Sie kennenzulernen. Ganz meinerseits, mein Lieber. Hm. Mrs. Doubtfire, darf ich Sie einen Moment sprechen? Ja, natürlich. Wäre es Ihnen möglich, heute Abend auf die Kinder aufzupassen? Stu,
klingt weniger nach einem Namen als nach einem Eintopf. Nein, es ist ein Name, die Kurzform Fistur hat. Lass sie nicht sagen. Ja, er ist ein Kunde. Oh. Und ein Freund. Mhm. Er war ein Freund, er ist ein Freund. Ja, was denn nun? Ich weiß nicht, was in mir vorgeht. Was ist denn, Schätzchen? Bleiben Sie ganz ruhig. Oh, wenn Sie es sagen, vorausgesetzt, Sie mögen den hübschen, rauen Typ. Ich persönlich mag lieber kleine, behaarte, die komisch sind. Aber wissen Sie, er würde gern mit mir auf den Drink weggehen. Ich halte das für ziemlich harmlos, Sie nicht? Nun, Schätzchen, da bin ich ganz anderer Ansicht. Da steckt immer eine Absicht dahinter. Wissen Sie, es geht ihm wohl mehr ums Geschäft. Ich schätze, ich werde wohl eher an meinem Sodawasser nippen und Tapetenmuster anstarren. Oh, Schätzchen, sind Sie wirklich so naiv, den Braten nicht zu riechen? Sehen Sie in den Augen dieses Mannes nicht die Wollust? Es ist noch zu früh, Schätzchen, wirklich. Sie hat auch braune Augen. Erholen Sie sich erstmal von Ihrer Scheidung, Teuerste. Lassen Sie Ihre Lagen erstmal erkalten, bevor Sie sich entschließen, einen anderen ins Bett zu legen. Mrs. Doubtfire, darf ich Sie was fragen? Ja, gewiss doch. Wie lange haben Sie nach dem Dahinscheiden Ihres Mannes... Winston, ja. Winston, hatten Sie denn nie wieder ein Verlangen? Niemals. Niemals? Nie wieder. Nie wieder? Sobald der Vater Ihrer Kinder von der Bildfläche verschwunden ist, kann es für Sie in Zukunft nur heißen, lebenslanges Zölibat. Zölibat? Ja. Sollten Sie irgendwann dagegen verstoßen, möge der Himmel Ihnen vergeben. Viel Glück. Danke. Übergewicht. Übergewicht. Sehr gut. Diskriminieren. D-I-S-K-R-I-M-I-N-I-E-R-E-N. Oh, das ist sehr gut. Schätzchen, entschuldigst du mich kurz? Die Natur verlangt dir recht. Sieh dir das noch mal genau an. Ich bin gleich zurück. Ja, gut. Schön, jetzt hört mir mal zu. Ich bin nicht das, was ihr denkt. Sie können mich kreuzweise. Hüte deine Zunge, junger Mann. Du meine Güte. Dad? Ja. Dad? Ja, Kleines. Du willst doch nicht etwa sagen, dass du das Zeug gern trägst? Ja, so unbequem ist das gar nicht. Oh nein, nein, ich fühle mich wie in der Gummizelle. Es ist auch keine Lebenseinstellung. Es ist nur ein Job. Und ich besuche auch keine Damenbars nach der Arbeit. Oh nein, es war die einzige Chance, euch jeden Tag wiederzusehen. Wer hat dich so hergerichtet? Onkel Frank und Tante Jack. Oh. Steckst du wirklich darunter? Ja. Ist nur eine Maske. Alles andere ist eine Art Body. Ich habe mich nicht operieren lassen. Sieht gut aus. Ja. Hi. Hi. Oh. Ich wollte euch nicht erschrecken. Komm her, Chris. Nein, nein, ist schon gut. Alles klar. Ich kann dich jetzt nur nicht umarmen. Verstehst du? Noch nicht. Verstehe ich gut. Ist Männersache. Ja. Und da ihr es jetzt wisst, dürft ihr es auf keinen Fall Mom erzählen. Denn wenn sie es erfahren sollte, dann sehe ich euch in Zukunft nur noch durch dickes Glas. Alles klar? Okay. Und auch Nettie nichts sagen. Sonst lässt sie meine Tarnung auffliegen. Es bleibt ein Geheimnis unter uns dreien. Alles klar? Versprecht ihr es? Ja. Okay. So ist es gut. Es bleibt unser Geheimnis. Die meisten der Dinosaurier waren Pflanzenfresser.
Aber der Tyrannosaurus Rex hier ist ein Fleischfresser. Dieser reptilähnliche Sauriskia und der vogelähnliche Ornithischia. Und jetzt machen wir eine Reise in eine Zeit, die noch kein Fuß je betreten hat. Nein. Zuvor werde ich euch noch ein paar Dinge erklären müssen. Wer von den dreien ist der Dinosaurier? Der in der Mitte, denke ich. Nein, der ist auch bloß ein Relikt. Ich verstehe nicht, wie man Kindern noch sowas zumuten kann. Das ist doch Irrsinn. Man sollte eine Warnung einblenden. Keine schweren Arbeiten erledigen, wenn Sie diese Sendung sehen. Es ist unglaublich. Der hat mich bereits eingeschläfert, als ich noch ein Kind war. Nicht zu fassen. Er hat eine Wärme wie ein Eiszapfen und George Bush sieht gegen den aus wie Mick Jagger. Das ist doch fürchterlich. Welcher Idiot erlaubt dem seit 25 Jahren auf Sendung zu gehen? Das bin ich. Sie? Jonathan Lundy. Jonathan Lundy, der Boss, dem der Laden gehört? Sehr nett. Ich bin Daniel Hillard, ehemaliger Angestellter. Oh, das wäre möglich. Das ist komisch. Entschuldigen Sie, ich wollte Sie nicht kritisieren, aber es ist nur manchmal meine Art, dass ich nicht... Kritisieren Sie ruhig alles. Die Sendung ist miserabel. Ach, so hart würde ich die Sendung einstampfen. Nein. Sie bringt keine Einschaltquoten. Bitte Sie. Sie ist antiquiert. Wissen Sie, was Sie machen sollten? Sie sollten die Sendung völlig umkrempeln, vielleicht mit einer musikalischen Nummer. Naja, vielleicht lassen Sie den kleinen Tyrannosaurus Rex auftreten. Hillard, ja, setzen Sie Ihren Hintern in Bewegung. Die Ladung soll doch mit dem 6 Uhr Flug nach L.A. Geht klar. Ach, Tony, das ist Mr. Lang. Ja, entschuldigen Sie. Er kennt mich schon. Ja. Hatten Sie schon mal den Wunsch, einen Moment Ihres Lebens in einem Standbild einzufrieren? Um es dann ansehen zu können und zu sagen, das ist nicht mein Leben. Nein. Brenda, Sie sind ja schon so früh zu Hause. Ja, ich war verabredet mit... Oh, danke. Schon gut. Die Gerichtsfürsorgerin, Mrs. Cerner. Oh. Ich fasse es überhaupt nicht. Was denn, Schätzchen? Sie hat gesagt, Daniel würde mit einer Frau zusammenwohnen, die vorgibt, seine Schwester zu sein. Ach so. Er hat gar keine Schwester, sagte ich. Ach, Mrs. Cerner wird sich wahrscheinlich irren. Sie ist doch nur Sozialarbeiterin, Schätzchen. Und außerdem... Wie sollte er sie so schnell ersetzen können? Und in so kurzer Zeit, also wirklich? Sie soll sehr viel älter sein und überaus unattraktiv. Ach, wirklich? Oh, Mrs. Doubtfire. Ja? Hatten Sie und Mr. Doubtfire jemals... Sie hatten doch sicher auch reichlich Probleme. Ja, natürlich. Welche Ehe hat da keine? Aber wie ich immer zu sagen pflege, die schlechten Zeiten verblassen mit der Zeit. Und die guten wird man immer in Erinnerung behalten. Ja, entschuldigen Sie. Ist schon gut. Oh, dieses kalte Fleisch hier erinnert mich sehr an Winston. Gott schenke seiner Seele Frieden. Wann ist die Götter denn verschieden? Es ist jetzt 8 Jahre her. Diesen November. Wie kam es dazu? Nun, man muss wohl dem Alkohol die Schuld geben. Oh. Und daran ist er auch gestorben. Schrecklich. Dann war er wohl Alkoholiker. Nein, er kam unter einen Guinness-Lastzug. Somit kann man sagen, dass ihn der Alkohol hingerafft hat. Ach, wie tragisch. Ja. Er ist ein so herzensguter Mensch gewesen. Ja, wirklich. Ein so frommer Mann. Und obwohl er so viele gravierende Fehler hatte, pflege ich immer wieder zu sagen, ein fehlerhafter Ehemann ist besser als keiner. Ach, wer braucht einen Mann, wenn er sie hat? Oh, das meinen Sie nicht ernst, Schätzchen. Naja. Ach, Sie sind so süß. Sie können sich nicht vorstellen, wie es war, mit Daniel verheiratet zu sein. Oh, erzählen Sie, Liebes, was war so schrecklich an dem Mann, mit dem Sie 14 Jahre verheiratet waren? Wie soll ich sagen? Anfangs gar nichts. Er war...
Er war so romantisch, so leidenschaftlich. Was Sie nicht sagen, klingt fast so, als sei er ein Hengst gewesen. Ich hoffe, Sie verübeln es mir nicht, wenn ich ein bisschen direkt bin. Wie war er? Nun, sagen wir, auf einer Skala von 1 bis 10. Ach, wissen Sie, ich muss sagen, er war eigentlich okay. Nur okay? Oh, wahrscheinlich war er ein Casanova im Vergleich zu Winston. Was war denn mit Winston? Ach, Schätzchen, bei Winston hieß das Vorspiel immer, Effie, sei gut gewappnet. Oh. Es war Daniels Spontaneität und seine Energie, in die ich mich verliebt hatte. Ja, wirklich? Ja. Jeder andere, den ich kannte, war so durchorganisiert, so verplant. So wie ich, schätze ich. Daniel war so fantastisch anders und witzig. Er brachte mich immer zum Lachen. Ich pflege zu sagen, Lachen ist der Schlüssel zu einer glücklichen Ehe. Aber schon nach wenigen Jahren war gar nichts mehr witzig. Wieso das? Ich musste reichlich arbeiten und er war immer gerade ohne Job. Dann kamen noch die Kinder und bin ich mal abends früher nach Hause gekommen, ist immer irgendwas schiefgegangen. Das Haus sah aus wie eine Müllhalde und dann musste ich sauber machen. Er hat nie was davon erfahren, aber sehr oft weinte ich mich in den Schlaf. Wirklich? In Wahrheit ist es so, so wie ich war, wollte ich nicht mehr mit ihm zusammen sein. Ich war ein unausstehlicher Mensch geworden. Und meine Kinder sollten auch nicht mit so einer Mutter aufwachsen. Ich fühle mich wohl seit der Trennung von Daniel. Und er ist ohne mich sicher auch besser dran. Ich habe gar nicht... Ich meine, haben Sie denn je mit ihm darüber geredet? Daniel wollte nie über ernste Dinge reden. Ich habe gedacht, dass Daniel zu allem fähig sei, außer dazu ernst zu sein. Vielleicht ist es auch so, dass ich alles viel zu ernst genommen habe. Ein ganz exklusiver Club. Wahrscheinlich braucht man eine Sondergenehmigung zum Baden. Das hat Stil. Oh, oh Nettie. Nicht ein einziger Körper, der so ist, wie die Natur ihn erschaffen hat. Liddy. Da ist Stu. Wo? Oh, ich sehe schon auf dem Brett. Ein Prachtstück von einem Mann. Sieh nur, Liddy. Sowas nennt sich Liposuction. Ich hoffe, er hat sich geschützt, denn bei der Geschwindigkeit ins Wasser zu springen, kann nicht nur ins Auge gehen. Sag mir guten Tag. Das sollten wir unbedingt tun. Das ist Wahnsinn. Ach, was für eine Show. Oh, hallo. Das war toll. Hi. Hallo, Leute. Ich freue mich, dass ihr kommen konntet. Oh, wenn ich Sie so ansehe, muss das Wasser eiskalt sein. Ja? Naja. Du hast einen schöneren Bauch als mein Daddy. Nun ja, wenn du es sagst. Oh, nicht jeder Mensch hat seinen persönlichen Trainer. Na, habt ihr euer Badezeug dabei? Wollt ihr ins Wasser springen? Oh ja, toll. Schön. Wie steht's mit Ihnen, Mrs. Doubtfire? Ach, Sie böser, böser Mensch. Ist hier nicht genug Fleisch, an dem sich Ihre Augen ergötzen könnten? Ach, geben Sie sich einen Stoß, Mrs. Doubtfire. Seien Sie nicht schüchtern. Oh nein, ich denke, man hat den Walfang verboten. Das gibt eine Katastrophe wie bei der Titanic. Mit, Mrs. Doubtfire. Oh nein, 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 geht ihr nur und lasst mich hier. Die Sonne wird mich inzwischen braten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man zweimal im Jahr einen Hitzeschlag hat. Wie Sie wollen. Dann gehen wir jetzt, Kinder. Kommt, schwimmen. Geht nur. Na, dann wollen wir mal. Ich komm schon. Kommt nicht. Kommt jetzt. Wenn Sie was sitzen wollen, Mrs. Doubtfire, setzen Sie es oh, einfach auf meine Rechnung, reizend, okay? Danke. Wenn du mich noch mal anschaust, erzeuge ich dich, du Bastard. Ich sitze hier und sehe in aller Ruhe zu, wie du dich an meine Familie ranmachst. Ich finde es großartig, dass ihr kommen konntet. Ist gut, dir nicht so heiß? Was mache ich hier eigentlich? Das ist ja wohl jenseits von Gut und Böse. Oh Gott.
Ist alles in Ordnung, Madame? Ja, es geht mir fantastisch. Ich hätte gern noch eins. Gern. Sehr schön. Jetzt das war fantastisch! Ja, bravo, bravo! Ja, fantastisch! Ja. Herzlichen Dank. Hi. Ein Soda Lemon, bitte. Das geht auf mich. Nein, danke. Vier Eisteetonnen. Hallo, Stu. Wessen Ratten sind das? Miranda Hillards. Miranda Hillard? Mhm. Die Frau, mit der ich zusammen bin. Das kann nicht dein Ernst sein. Du hast doch nie Kinder haben wollen. Du wolltest nie was mit ihnen zu tun haben und dich nie mit Frauen treffen, die welche haben. Naja, man kann sich ändern, Ron. Ja. Ich gehe auf die 40 zu. Ich will nicht den Rest meines Lebens allein verbringen. Sie hat aber verdammt viel Gepäck. Drei Kinder. Drei entzückende Kinder. Ich bin ganz verrückt nach ihnen. Besonders nach der kleinen Natalie. Sieh sie dir an. Sie ist eine Zuckerstute. Es ist wichtig, dass sie in Zukunft einen Vater haben, der für sie da ist. Danke, Todd. Was ist mit ihrem leiblichen Vater? Ach, was soll ich da sagen, Ron? Der Kerl ist ein Verlierer. Wir sehen uns. Verlierer, die werde ich. Oh, Sir. Ich hab's beobachtet. Irgendein wütender Typ vom Küchenpersonal hat da kein Trinkgeld bekommen. Oh, diese Terroristen, die sind dort lang gerannt und haben sie im Vorbeilaufen befruchtet. Aber die kriege ich noch, das verspreche ich Ihnen. Schade um den Saft. Verlierer. Ja. Was glotzen Sie so? Hallo, Mädchen und Jungs. Heute wollen wir über die Dinosaurier reden. Und hier tanzen die Dinosaurier an! Und jetzt wollen wir unseren King begrüßen! Jetzt eine Dinner-Show! Hey, woher kommen Sie? Ich werde Sie zu meinem Schappi machen. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön, wunderbar. Ladies and Gentlemen, klatschen Sie mal in die Pranken. Und begrüßen Sie unseren James Brontosaurus! Ich esse grüne Zweige. Lecker, lecker, lecker. Das Holz, das geht zur Neige. Lecker, lecker, lecker. Ah, fress ich Fleisch vom Mitte? Gibt es dicke Treter? Ja, da, bum, 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 bam, bam, bum, bam. Ich muss mir selbst helfen. So geht's nicht mehr. Ich werde auch sterben. Oh, danke, James. Aber jetzt wird es Zeit für den Raptor-Rap. Ich bin ein Raptor. Tue, was ich kann, fress alles in mich rein, bis die Menschheit wird erscheinen. Yo, yo, seht mich, ich grabe mich ins Erdreich ein und komm ich später wieder, werd ich nur noch Erdöl sein. Aber überaus beeindruckend, Mr. Hillard. Oh, ich wusste nicht, dass mir jemand zusieht, das war nur ein kleines Spielchen. Ja, ich habe Sie beobachtet, das war sehr komisch. Oh, ja, danke. Das könnte den Kindern gefallen. Sie würden unterhalten und doch informiert. Ja, das ist auch meine Theorie. Man könnte beides, Sie wissen schon. Man sollte sie nicht arrogant behandeln, sondern mit ihnen spielen. Ich würde gerne erfahren, was Sie noch für Ideen haben. Meine Ideen? Vielleicht könnten wir zusammen essen. Oh, okay. Nächsten Freitag, Bridges Restaurant. Sagen wir genau 7 Uhr. Ich bin da. Ja. Kurze Pause. Oder 5 Millionen Jahre. Ihr seid tot. Naja, ich habe das erste Mal für euch gekocht. Ich fange an, häuslich zu werden. Das war ganz riesig, Dad. Ja, richtig gut. Noch mehr Spaghetti? Oh, nein, danke, ich bin so. Vielleicht noch ein Knoblauchbrot? Ich habe selbst gemacht. Ja, stimmt überhaupt nicht. Ich habe es nur zubereitet, das heißt aufgeschnitten. Schon gut, Dad, danke. Und die Wohnung sieht toll aus und das Essen war richtig gut. Ich bin stolz auf dich.
Das bin ich auch. Ich auch. Bin gleich wieder da. Danke fürs Anklopfen. Tja. Wow. Sieh einer an. Du hast wohl eine Putze gefunden, so wie es aussieht. Nein. Du? Ich werd. Hi, Leute. Hi, Mom. Sind Sie fertig? Nein, Sie haben Ihr Dessert noch nicht gegessen. Du hast gekocht? Ja. Ich koche, ich backe, ich nähe. Seit ich den armischen Haushalts groß mache, komme ich gut zurecht. Ich bin wirklich beeindruckt. Tatsächlich? Gib mir eine zweite Chance, okay? Lass mich die Kinder nach der Schule abholen. Unmöglich. Ich kann Mrs. Doubtfire nicht entlassen. Sie ist fantastisch. Ach, Ryan, wieso denn nicht? Na, weil sie gerade zum Glückstreffer ist. Die Kinder sind in der Schule viel besser geworden. Chris wird in keinem Fach schlecht abschneiden. Ja. Und ich bin auch wieder früher zu Hause, um mit ihnen zusammen zu sein. Es geht uns ausgezeichnet. Das muss ja eine ganz erstaunliche Frau sein. Zu schön, um wahr zu sein. Das ist sie auch. Das Schwarze gefällt mir besser. Mir auch. Ja, ich weiß auch nicht eigentlich. Mrs. Doubtfire? Ja? Wir brauchen den Rat einer weiteren Frau. Oh, dann bin ich wohl die Richtige. Welches soll ich nehmen? Was ist denn der Anlass? Es ist mein Geburtstag. Oh. Stu will mit mir essen gehen. Ach so. Dann keins. Keins? Beide sind zu schamlos, Schätzchen. Sie schreien geradezu Hure. Ja, wirklich, das Rot ist die traditionelle Farbe der Straßendirnen. Das Schwarze ist zu kurz. Haben Sie sich die Beine enthaart? Beide Kleider sagen, ich bin leicht zu haben. Und das wollen Sie doch nicht, oder? Sie wollen doch beim ersten Rendezvous wieder Kilimandscharo sein. Unerreichbar. Warum eine Kuh kaufen, wenn man die Milch umsonst bekommt? Wir werden etwas finden, das eher Ihrem Alter entspricht. Etwas, das weniger geschmacklos ist. Mal sehen. Wie wär's mit diesem reizenden Kleinen? Geschmackvoll, elegant. Sie sind nicht der Ansicht? Und alt. Das habe ich 76 zur Beerdigung meiner Tante getragen. Ein Klassiker ist stets aktuell, Schätzchen. Sie könnten es zu neuem Leben erwecken. Fragen wir lieber die Kinder. Ja gut, tun Sie das. Ich würde das linke nehmen, das schwarze. Ja, es sieht viel lustiger aus. Na, sehen Sie, der Ansicht bin ich auch. Na fein, erst soll ich was raussuchen, dann fragen Sie mich nach meiner Meinung und nehmen Sie nicht an. Ich werde nicht die Verantwortung für Ihre Tugend übernehmen. Nun, Sie können mich ja beschützen. Was soll ich? Du hat sie und die Kinder mit eingeladen. Oh, wie entzückend. Wir werden eine große, glückliche Familie sein. Um nichts in der Welt möchte ich darauf verzichten. Das wird ein Spaß werden. Ja, da freue ich mich sehr. Für wann ist denn dieser reizende Abend geplant? Freitag um 7 Uhr abends. Diesen Freitag um 7? Ja, wir gehen in mein Lieblingsrestaurant, ins Bridges. Bridges? Ja. Oh nein. Freitag um 7. Bridges. Entschuldigung. Ja. Bridges? Ja, Bridges. Das Restaurant Bridges? Freitag um 7. Da kann ich nicht. Wieso nicht? Fragen Sie nicht, es geht nicht. Da ist mein Bingo-Abend. Dann sagen Sie ab. Es geht nicht. Ich bin an der Reihe im Pfarrhaus, die Kugeln zu ziehen. Da kann ich nicht. Mrs. Doubtfire, bitte, kommen Sie mit. Verlangen ich kann meinen Sie Geburtstag nicht, unmöglich ohne Sie feiern. Es bedeutet mir und den Kindern sehr viel, dass Sie dabei sind. Sie gehören doch jetzt zur Familie. Ich kann meinen Geburtstag nicht ohne Sie feiern. Es liegt mir so am Herzen. Und die Kinder würde es auch freuen, nicht? Sie müssen uns versprechen, dass Sie mitkommen, Mrs. Doubtfire. Sie können gar nicht anders. Wer könnte diesem Gesichtchen widerstehen? Ich verspreche es. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen, Schätzchen. Entschuldigung. Oh, haben Sie sich wehgetan? Aber nein. Na, sehen wir mal. Nichts, nichts. Auch nichts im Mai? Gar nichts. Sieht nicht gut aus. So leid es mir tut, aber Mr. Lundy ist die nächsten zwei Monate völlig ausgebucht. Hören Sie, ich bin zu jedem Termin bereit, überall. So leid es mir tut, aber ich kann nichts machen. Bitte, ich kann nicht absagen. Ich vermassle mir eine Riesenchance. Nehmen Sie meinen Rat an. Sagen Sie nicht ab. Danke. Hallo, Kleines. Ich freue mich, euch zu sehen. Sollten Sie nicht ein Tuch über die Schulter nehmen? Nein, mir ist nicht. Chris, und wie geht's dir? Ja, Mr. Lundy? Das war ein guter Name. Na, dann können wir ja gehen. Ach, ich freue mich schon richtig. Wenn Sie wieder vollziehen. Dann kann's ja losgehen. Komm, Nettie. Mrs. Doubtfire, Sie sehen fantastisch aus. Wirklich sehr elegant. Hoffentlich habt ihr Hunger.
Guten Abend, Mr. Lundy. Ich bin mit jemandem verabredet. Ist er bereits da? Oh nein, so leid es mir tut, bis jetzt noch nicht, aber wir haben einen Tisch für Sie. Raucher oder Nichtraucher? Nichtraucher, bitte. Nichtraucher. Tanja wird Sie hinbringen, Tisch 15. Bitte folgen Sie mir. Ich hatte auf den Namen Dannmeier reservieren lassen. Ja, Sir. Wollen Sie Raucher oder lieber Nichtraucher? Lieber Nichtraucher. Raucher! Sie rauchen doch gar nicht, Mrs. Doubtfire. Nein, das ist richtig. Aber ich habe vorher... Ach so. Sehen Sie, Schätzchen, ich habe die Erfahrung gemacht, dass der einzige Weg, sich das Rauchen abzugewöhnen, der ist, sich mitten unter Raucher zu setzen. Ich brauche nur von Zeit zu Zeit ein wenig Nikotin zu inhalieren und schon wird mein Wille gestellt. Ich weiß, dass Sie ein Gesundheitsapostel sind. Gott möge Sie segnen, dass Sie sich dem aussetzen. Raucher. Schön, dann gebe ich Ihnen Tisch 39. Tisch 39. 39, mein Alter, wie entzückend. Danke, dass Sie einer alten Dame Ihren Willen lassen. Ich habe zu danken. Süße, gleich kriegen wir was zu essen. Oh. Ist bereits sauber. Mrs. Doubtfire? Wollen Sie sich nicht zu uns setzen? Ah, ich dachte schon, ich hätte Clint Eastwood gesehen. Es hätte meinen Tag perfekt gemacht. Er ist ein Superhengst. Wenn Sie mich kurz entschuldigen würden, ich gebe nur schnell meine Jacke. Ach, das kann ich doch. Aber das ist doch nicht nötig. Das mache ich schon selber. Ach, ich danke Ihnen, Schätzchen. Wo sind Sie denn? So, alles so, sehen Sie. Und die Tasche kann ich auch mitnehmen. Hände weg. Oh, Sie müssen entschuldigen. Da ist meine Medizin drin. Ja. Ich werde nur schnell meine Medizin nehmen. Wir haben doch hier am Tisch Wasser. Ich kann sie nicht oral einnehmen. Entschuldigen Sie, ich bin gleich zurück. Möchten Sie gern was trinken? Ja, gern. Einen guten, steifen Chardonnay. Ich mag ihn leicht und holzig. Hallo, Bridges Restaurant. Was kann ich für Sie tun? Nun, mein Name ist Daniel Hillard. Mr. Lundy erwartet mich zum Abendessen. Würden Sie ihm ausrichten, dass ich mich ein wenig verspäte? Ich stecke im Verkehr fest, aber ich bin unterwegs. Sir, ich werde es ihm persönlich sagen. Danke. Oh, oh, Stu. Hoffentlich gefällt es dir. Es ist umwerfend schön. Ich danke dir. Hab ich was versäumt? Ja, sehen Sie nur, dieses Geschenk hat mir Stu zum Geburtstag gemacht. Oh. Es ist schwer zu schließen. Warte bitte einen Moment. Ist es nicht wunderschön? Gefällt's es auch echt? Und ob es echt ist, Mrs. Doubtfire, das kann man wohl sein. Ein kleines Land davon ernähren oder es tragen. Sehr nett. Ganz schön dekadent. Gefällt's Ihnen? Ganz dringend. Mrs. Doubtfire, gehen Sie mit ihr aufs Nein, du. Sie sollen mitgehen. Na fein, ich bin gleich wieder da. Okay. Komm, Süße. Tja. Kinder, seht doch mal den Wagen mit den herrlichen Desserts. Vielleicht geht ihr rüber und sucht euch was aus, damit sie es für euch reservieren können. Ja, gut. Wir sind gleich zurück. Ja, ja. Sehr beeindruckendes Klunkerchen, was sie ihr da geschenkt haben. Ach, danke, danke. Wenn ein Mann einer Frau solche Geschenke macht, will er mehr als ein Stück ihres Herzens, hm? Soll wohl ein kleiner Vorschuss sein, wie? Ich verstehe nicht. Ach, Sie wissen schon, das U-Boot versenken. Sie wollen das Wiesel verstecken, den Delfin eintauchen. Ein bisschen Hopp-Hopp-Reiter, ein bisschen Hänschengein, horizontalen Mambo. Bis es dort feiert. Wollen Sie ein Rohr verlegen? Schrumpelstilzchen, 1, 2, 3, ich bin dabei. Wobei eine schnelle Zunge kein Fehler ist. Hm? Mrs. Doubtfire, bitte. Ich bitte um Entschuldigung, meine Sprache ist immer so bildreich. Mit der Konkurrenz kommen Sie hoffentlich klar. Ich bitte um Verzeihung. Sie verwendet im Schlafzimmer elektrisches Werkzeug. Sie hat sowas wie einen Presslufthammer, damit könnte man Bürgersteige aufbrechen. Wenn sie ihn benutzt, wird's dunkel wie in einem Knastfilm. Oh. Ist ein Wunder, dass sie noch alle Zähne hat. Und vergessen Sie nicht die chemische Keule. Sie hat so kleine Springer, ich meine Schenkelgazellen. Ach, ich bin so offen wie ein Buch, was? Verzeihen Sie mir. Ach. Das ist der Wein. Oh, ich bin wieder blitzzurück. Ja. Meine Sextanerblase. Sie wollten eben auf die Herrentoilette. Nicht doch. Ja, tatsächlich. Ich sollte mir eine neue Brille zulegen. Das ist so was Dummes. Hallo.
Speisekarte haben? Ja, natürlich. Ich danke Ihnen. Wie ist denn Frankreich? Ach, Frankreich ist wunderschön. Ein Land, das... Haben Sie vielen Dank. Gern geschehen. Mr. Landig. Oh, hi. Entschuldigen Sie die Verspätung. Ist schon gut. Haben Sie meine Nachricht erhalten? Ja, setzen Sie sich. Wie wär's mit dem... Hi. Ja, gern. Nicht dasselbe wie er. Einverstanden. Doppelter Schiff ist unser Doppelter Schiff ist unser Rocks. Bringen Sie ihm zwei. Er hängt hinterher. Zwei Doppelte. Kommt sofort. Na schön. Sind Sie ein Scotch-Fan? Na, solche ja, Männer gefallen mir. Gentlemen, starten wir die Motoren. Du bist sicher Hunger. Nun, wie sieht's aus? Möchten Sie jetzt bestellen? Ja, ich glaube, wir sind soweit. Nun, Kinder, schießt los. Vielleicht warten wir auf Mrs. Doubtfire. Ja. Okay. Alles in Ordnung? Nein, noch einmal, Junge, der Abend ist doch lang, okay? Nein. Also dann? Ich weiß nicht. Also, wie können wir die Einschaltquoten der Sendung erhöhen? Man sollte Kinder nicht von oben herab behandeln. Das ist der erste Grundsatz. Ja. Was die Sendung braucht, ist eine persönliche Note. Sie muss Spaß machen und unterhalten. Und wenn es etwas gibt, das Ihnen gefällt, gefällt es auch den Kindern. Na, daran bin ich interessiert. Bingo. Wo mag Mrs. Doubtfire nur geblieben sein? Wir könnten zu den 5 Uhr Nachrichten. Entschuldigen Sie mich einen Moment. Aber... Es ist alles meine Schuld. Bitte verzeihen Sie. Ist alles in Ordnung. Mir geht's gut, danke. Ich schau schnell rein. Darf ich Ihre Bestellung hingeben? Ja, das können Sie. Mal sehen. Ich hätte gern... Ich denke, ich werde den pochierten Lachs nehmen. Sehr gern, Ma'am. Und Sie, Sir? Ich nehme die Jambalaya, aber nicht so stark würzen. Ich bin allergisch gegen Pfeffer. Nicht so stark würzen? Nicht so stark würzen. Danke. Auf Ihre Gesundheit. Tja, dann... Oh, ach du meine Güte. Oh, ist mir das unangenehm. Entschuldigen Sie bitte. Carpedento. Nutze die Zähne. Erlauben Sie das? Ganz reizend von Ihnen, mein Lieber. Ein Löffel. Nehmen Sie meinen Löffel. Das haben wir auch clever. Warten Sie, nicht zu hektisch. Ganz ruhig. Ich lasse gleich. Ganz ruhig. Sehr gut, Verehrteste. So wird's gehen. Gleich haben wir es geschafft. Sehr gut. Na bitte. Haben Sie vielen Dank. Nur noch ein wenig schütteln wie einen nassen Hund. Entschuldigung, verzeihen Sie, dass ich Sie nass gespritzt habe. Ich bin sofort wieder zurück. Ich muss Sie nur mit Haftpulver befestigen. Ach, sagen Sie dem Kellner, er möchte den Lachs pürieren. Nein, den Lachs pürieren. Danke, es ist mir wirklich äußerst unangenehm. Oh, die andere Tür. Ich hatte nicht erwartet, dass noch jemand hier ist. Entschuldigen Sie. Ach, verdammt! Aus dem Zeug wieder raus ist. Ja. Entschuldigen Sie bitte. Sie, wo haben Sie den gesteckt? Ich habe mir die Freiheit genommen, Ihnen noch einen Scotch zu bestellen. Tyrann! Runter damit! Daniel, benutzen Sie etwa einen Darmparfum? Sehr richtig. Und Lippenstift auch? Ja.
Wozu? Hat abgefärbt. Von wem? Von der ehemaligen Freundin. Sie ist Kellnerin. Was, Kellnerin hier? Ja. Auf dem Weg zur Toilette konnte sie ihre Hände nicht von mir lassen. Sionzi. Sie lobt sie, Alter. Warten Sie. Ich hab doch meine Luxusschlitten draußen. Oh. Hat Ihre Freundin eine Freundin? Schreiben die 90er Jahre. So war das nicht gemeint. Ich meine, ob Sie nicht noch ein Mädchen hier kennen für mich? Nun, gehen Sie schon und fragen Sie sie. Ich gehe Sie fragen. Na los, schnappen Sie sich die Kleine. Denn, ja. Wo bleibt die Bestellung für Tisch 39? Ist gleich fertig, richtig ab. Besten Dank. Oder auch Zeit, mein Gott. Auch das hätten wir. Die Bestellung für 39. Ewigkeit dauert. Wir brauchen frische Zwiebeln. Ärger. Heißer Jambalaya! Ja. Ja. Oh, Entschuldigung. Ja. Kann ich Ihnen helfen, Ma'am? Tut mir leid, dass ich so spät komme, aber nach dem Scotch muss ich pissen wie ein Rennpferd. Daniel? Ja? Wieso in Gottes Namen sind Sie angezogen wie eine Frau? Und nein. Ich... Wissen Sie... Ich wollte Ihnen zeigen, wie Ihre neue Moderatorin aussieht. Unsere? Yuvigenia Doubtfire, Schätzchen. Ich bin prädestiniert für das Kinder-, Jugendbildungs- und Unterhaltungsprogramm. Überraschung. Haben Sie vielen Dank. Sieht fantastisch aus, nicht? Wo ist Mrs. Doubtfire? Weiß ich nicht. Ich hoffe, es geht der alten Dame gut. Fangen wir an? Ja, ja, eh alles kalt wird. Lasst uns anfangen. Dann auf euch. Fangt doch schon bon an. Bon Appetit. Na schön, warum sollte Ihre Mrs. Doubtfire eine gute Moderatorin sein? Ich bin eine hippe Oma. Ich kann Hip-Hop und Bebop und ich tanze auch Galopp. Hey, yo, yo, ich mach eine geile Tasse Schoko. Nein, es ist meine Schuld, wenn er stirbt. Mrs. Doubtfire, helfen Sie uns! Hilfe ist schon unterwegs, Schätzchen! Mrs. Doubtfire! Hilfe ist unterwegs! Oh, Mrs. Doubtfire, tut sie was! Er ist nicht so schon wieder raus! Durchhalten, durchhalten! Oh. Und nochmal! Und jetzt gemeinsam mit mir! Oh mein Gott! Gleich nochmal! Und nochmal! Und nochmal! Es geht mir gut, es geht mir gut. Alles in Ordnung, Sir? Es geht schon. Was ist schiefgegangen? Ja. Oh, Dad. Oh, mein. Daddy? Ja, Süße. Ich bin's. Mein Glückwunsch. Die ganze Zeit über, die ganze Zeit über, die ganze Zeit!
gewagt. Es tut mir leid, Miranda. Oh, sag jetzt kein Wort und rühr mich nicht an. Rühr mich jetzt bloß nicht an. Ich muss hier weg. Lass uns gehen. Ich muss hier weg. Wir müssen sofort weg. Ich muss hier weg. Schnell. Geht ruhig. Tut mir leid, Ed. Ciao. Das mit dem Pfeffer tut mir leid. Ja. Ja. Tja. Ja, okay. Ja, okay. Ja. Was gibt's da noch zu gucken? Die Show ist vorbei. Miss Robson, möchten Sie noch eine abschließende Bemerkung machen? Nein, ich verzichte, Euer Ehren. Mr. Hillard, da Sie beschlossen haben, sich selbst zu verteidigen, steht es Ihnen nun frei, ein Schlussplädoyer zu halten. Euer Ehren, ich habe seit 2 Monaten einen festen Wohnsitz. Ich habe renoviert und für die Kinder eine angemessene Umgebung daraus gemacht, wie Sie es wünschten. Darüber hinaus bin ich bei einer Firma für den Versand zuständig. Damit habe ich Ihre Anforderungen erfüllt. Eher als geplant. Was nun aber mein Verhalten angeht, plädiere ich auf Geistesgestörtheit. Seit meine Kinder geboren wurden, von der Sekunde an, als ich sie sah, bin ich verrückt nach ihnen gewesen. Ich brauchte sie nur auf dem Arm zu haben und schon konnte ich nicht mehr von ihnen lassen. Ich bin verrückt nach meinen Kindern, Sir. Ich liebe sie von ganzem Herzen. Die Vorstellung, dass mir jemand sagt, ich darf nicht mit ihnen zusammen sein, darf sie nicht jeden Tag sehen. Das ist, als würde einer sagen, dass ich nicht atmen soll. Ohne Luft kann ich nicht existieren und auch nicht ohne meine Kinder. Ich will alles auf mich nehmen, nur um mit ihnen zusammen zu sein. Das ist für mich lebensnotwendig, Sir. Wir haben unsere Vergangenheit. Und Sie bedeuten mir alles und Sie brauchen mich ebenso, wie ich Sie brauche. Also bitte ich Sie, nehmen Sie mir meine Kinder nicht weg. Danke. Mr. Hillard, es ist Ihnen gelungen, sehr viele Leute glauben zu machen, dass Sie eine 60-jährige Frau seien. Keine leichte Aufgabe. Und Ihre kleine Ansprache wirkte auf mich sehr aufrichtig und ehrlich. Aber ich glaube dennoch, dass es eine überzeugende Vorstellung eines überaus begabten Schauspielers war. Nicht mehr. Nein, so ist es nicht. Die Wirklichkeit, Mr. Hillard, zeigt, dass Ihr Lebensstil in den letzten Monaten wirklich sehr unorthodox war. Und daher weigere ich mich, 3 unschuldige Kinder auch in Zukunft ihrem möglicherweise schädlichen und seltsamen Verhalten auszusetzen. Das Gericht hat daher entschieden, dass das Sorgerecht an Mrs. Hillard übergeht. Oh nein, tun Sie das nicht, Sir, bitte. Sie erhalten jedoch das Recht, Sie jeden Samstag unter Aufsicht besuchen zu können. Unter Aufsicht? Ja. Eine gerichtlich bestallte Fürsorgerin wird bei diesen Besuchen zugegen sein. Ich empfehle Ihnen, sich einigen psychologischen Tests und gegebenenfalls einer Therapie zu unterziehen. Wir werden diesen Fall heute in 1 Jahr neu verhandeln. Danke, das Gericht vertagt sich. Ich mache keine Wäsche, putze nicht die Fenster und sauge auch nicht Staub. Ich scheure nicht die Badewanne, putze keine Toilette und ich wechsle auch keine Windeln. Oh, was meine Kinder betrifft, die sind schon seit vielen Jahren sauber. Also ich bügle keine Wäsche, räume nicht den Keller auf, mache kein Abendessen und ich lese auch nicht vor. Aha. Na schön, wir haben ja jetzt Ihre Nummer. Danke für Ihren Besuch. Gerne. Wir werden uns dann bei Ihnen melden. Danke. Ich bringe Sie noch zur Tür. So, da sind wir auch schon. Bitte sehr. Laura, die Lieferung ist schon 3-mal angekündigt worden. Kann ich nicht machen, wir bekommen auch nichts. Ja, aber ich meine, Laura, ich warte bestimmt nicht noch mal ein halbes Jahr. Ich werde sehen, was ich tue. Tun Sie das, rufen Sie mich an. Ach Leute, nun seid nicht so deprimiert. Es wird alles wieder gut werden.
Ihnen Ihre Spaghetti. Und mir Ihre Witze. Und mir Ihre Geschichten. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, wir finden schon jemanden. Es gibt jede Menge Leute auf der Welt. Aber keine ist wie Sie. Stimmt, ich muss zugeben, dass alles viel schöner gewesen ist, als sie hier war. Das Haus war so warm und gemütlich. Die Betten waren gemacht und auch das Abendessen. Sie war doch nicht echt! Hören wir endlich auf, von ihr zu reden, als hätte sie wirklich existiert. Hallo, ihr Lieben. Wir haben für euch heute eine wunderschöne Sitzung. Bei uns zu Gast ist Mr. Vincent vom Sierra Club. Und er wird ein paar Tiere mitbringen, die vom Aussterben bedroht sind. Weißt du, Püppchen, was das bedeutet? Moment mal, hast du Püppchen gesagt? Natürlich nicht, Schätzchen. Ach, das ist ja Kovac. Willkommen, Kovac. Hey, hast du ihm was von Aussterben gesagt? Hast du sowas gesagt? Riecht sie nach Leiche? Wir reden nicht von Leiche, wir reden vom Aussterben. Das heißt, dass es in Zukunft bestimmte Tiere nicht mehr geben wird. Das ist ja furchtbar. Macht euch das nicht ein bisschen wütend? Ich bin fuchsteufelswild. Dann sag's mal den Leuten. Ich bin wütend. Warum? Bald sind die Schimpansen dran. Ja, es gibt heutzutage schon viel weniger Schimpansen als noch vor Jahrzehnten. Bist du nicht auch wütend darüber, dass Menschen in Filmen eure Rollen spielen? Oh ja, Cheetah, Planet der Affen. Und wer spielt die Rolle? Roddy McDowell. Ich wäre viel besser als er gewesen, sogar besser als Charlton Heston. Du hast auch ein viel hübscheres Fell. Ein viel schöneres. Du könntest auf deinem Fell nach Persien fliegen. Ja, das aber stimmt. Aber nur wieder zu euch, sollen wir Ihnen nicht noch erzählen, wohin wir morgen reisen, Kovac? Ja, ja, das wollen Sie sicher wissen. Also morgen, das verspreche ich euch, machen wir einen wundervollen Ausflug. Aber ihr müsst nicht packen, denn wir reisen nur in der Fantasie. Das stimmt. Wir überqueren den Atlantischen Ozean und fahren nach England. Dahin, wo ich geboren wurde. Was, du kommst aus England? Sehr richtig, es ist ein wunderschönes Land. Was weißt du von England? Ich weiß, dass es eine Insel ist. Es ist eine Insel, und zwar eine herrliche. Und dort gibt's auch eine Königin. Was? Oh. Es gibt auch eine königliche Familie. Wie der Rollflasch beim Poker. Du meinst ein Full House. Und ein paar Karten wohnen nicht mehr zu Hause. Nicht mehr, mein Lieber, weil es heutzutage Funktelefone gibt. Ja, ja. Genau. Weißt du, welche Sprache man in England spricht? Pakistani. Ach, da hast du nicht ganz unrecht. In vielen Geschäften ist das tatsächlich der Fall. Aber darüber reden wir morgen. Du schuldest mir noch einen Kuss, Kovac. Ich werde dir zwei geben. Auch nicht schlecht. Erst mal auf die Wange. Ja, ja gut. Jetzt schlaf ich. Oh, oh, du böses, böses Äffchen. Das war's dann für heute. Macht's gut. Schnitt. Das war's, Leute. Besten Dank. Das war's sehr gut. War's gut? Ja. Wir haben riesen Erfolg. Wir sind die Nummer 1 in unserer Sendezeit. Ja? Ja, wir haben Anrufe aus Detroit, Cleveland, Chicago, Los Angeles. Alle wollen die Sendung übernehmen, sagen Hollywood. Sie. Daniel? Daniel? Ja? Miranda? Können wir miteinander reden? Ja. Ich komme gleich, warte hier. Willkommen in Yuvichinayas kleiner Hütte. Ist zwar ein bisschen zugig, aber sonst ganz nett. Was kann ich für dich tun? Zunächst mal möchte ich dir zu deiner Sendung gratulieren. Ich danke dir. Du hast gerade die Kostümprobe gesehen. Wir, die Kinder, wir haben uns jede Folge angeguckt. Schön zu wissen, dass sie mich jeden Tag sehen können. Hör zu, Daniel, es wird noch eine Zeit lang dauern, bis wir über die Streitereien hinweg sind und was wir uns an den Kopf geworfen haben an schrecklichen Dingen. Es ist so schwer. Aber ich weiß, dass wir beides schon irgendwie schaffen werden. Nur die Kinder. Ich möchte unseren Kindern nicht wehtun. Also schön, was verlangst du? Soll ich vielleicht so tun, als ob alles in Ordnung wäre, ein glückliches Gesicht aufsetzen und strahlen? Versteh doch, Miranda, du hast mir die Kinder weggerissen. Ich darf sie nur noch unter Aufsicht sehen. Immer ist diese Frau dabei, die uns beobachtet und so tut, als sei ich ein Psychopath. Wenn ich die Kinder umarmen will, fragt sie sich, warum.
Weißt du, wie das ist? Du hast ganz ruhig im Gerichtssaal gesessen. Du kanntest die Wahrheit. Du hast geschwiegen, als der Richter das schreckliche Urteil erließ. Ich war wütend. Oh. Du hast mir sehr, sehr wehgetan mit deinen Lügen. Du hast mir das Herz rausgerissen. Willst du es wieder tun? Du hast gelogen. Weißt du was? Was? Ich will das alles nicht mehr. Daniel, ich will nicht mehr, dass wir uns gegenseitig beschuldigen. Seit das alles passiert ist, versuche ich es zu verstehen. Bisher habe ich nur eins festgestellt, dass die Kinder glücklicher waren. Ich meine, als Mrs. Doubtfire Teil ihres Lebens war. Ja. Sie hat das Beste in ihnen geweckt. Und auch das Beste in dir geweckt. Und in dir. Ja. Sie fehlt ihm furchtbar. Und was heißt das? Daniel, ich sag nur, dass die Kinder dich brauchen. Ich sie auch. Morgen besucht uns dann Frank. Er ist nämlich Maskenbildner. Oh, wer klopft denn da so kräftig an die Tür? Wer kann das sein? Haben wir denn noch genug Zeit? Mr. Sprinkles, Mädchen und Jungs. Hallo, Mr. Sprinkles. Was bringen Sie mir denn heute? Hallo, Mrs. Doubtfire. Ich bringe Ihnen einen Brief von Katie aus Youngstown. Oh, da bin ich aber der neue Babysitter. Was halten Sie davon, wenn wir bei der gelingen? Kommt schon, Leute. Steht endlich auf. Na los. Aber Mrs. Sprinkles, das haben wir... Kommt schon. Erinnern Sie sich nicht? Sie wird euch sicher gefallen. So, stellt euch schön da vorne hin. Alle zusammen. Ich komme euch abholen. Euer Dad holt euch nach der Schule ab. Und ihr werdet jeden Tag für ein paar Stunden bei ihm sein. Ist das wahr? Und das Gerichtsurteil? Und was alles dranhängt? Frag deine Mom. Ist schon erledigt. Die Besuche unter Aufsicht entfallen. Keine Fürsorgerin mehr. Wir ganz allein? Nur wir, ja. Ja. Oh. Nun, geh Mr. Bear holen. Holt eure Sachen, beeilt euch. Ja, gleich. Willst du reinkommen? Nein, ich warte draußen. Okay. Danke. Liebe Mrs. Doubtfire, vor 2 Monaten haben meine Mom und mein Dad beschlossen, sich zu trennen. Jetzt wohnen sie in verschiedenen Häusern. Mein Bruder Andrew sagt, dass wir jetzt keine richtige Familie mehr sind. Ist das wahr? Habe ich meine Familie verloren? Kann ich vielleicht irgendetwas tun, um meine Eltern wieder zusammenzubringen? Herzlichst, Katie McCormick. Ach, meine liebe Katie, weißt du, wenn Eltern miteinander verärgert sind, dann kommen sie manchmal viel besser miteinander aus, wenn sie nicht zusammen wohnen. Dann streiten sie sich nicht ständig und können euch viel bessere Mütter und Väter sein. Und manchmal finden sie auch wieder zueinander. Manchmal aber auch nicht, Liebes. Und wenn sie es nicht tun, dann gib dir nicht die Schuld daran. Nur weil sie einander nicht mehr lieben, muss das nicht heißen, dass sie dich nicht mehr lieben, kleine Katie. Es gibt so viele unterschiedliche Familien, Katie. Manche Familien haben eine Mutter. Manche Familien haben nur einen Vater. Und wieder andere haben 2 Familien. Manche Kinder wohnen bei ihren Onkeln oder ihren Tanten. Und wieder andere bei ihren Großeltern. Und einige Kinder leben bei Pflegeeltern. Manche leben in verschiedenen Häusern oder verschiedenen Bezirken. Und wieder andere in verschiedenen Teilen des Landes. Und es kann vorkommen, dass sie sich Tage, Wochen, Monate, ja vielleicht jahrelang nicht sehen. Aber die liebe Schätzchen, die hält in alle Ewigkeit. Und in deinem Herzen wirst du immer eine Familie haben.
wünsche dir alles Gute, Süße. Du wirst es schon schaffen. Auf Wiedersehen.